Es gibt viele solche, meist von der Führung unbewusst ausgesandte Botschaften, die unter Umständen das Bild, das Mitarbeitende von mir als Führungskraft haben und von meiner Haltung unterlaufen können. Wenn ich zum Beispiel in der Organisation immer betone, dass es wichtig ist, dass es eine flache Hierarchie gibt und dass die Hierarchie nicht so betont werden soll und dass wir doch alle auf einer Stufe stehen und so weiter. Und dann gibt es gleichzeitig einen Firmenparkplatz, wo der erste Parkplatz, der am nächsten am Eingang ist, für die Direktion vorbehalten ist oder für den Generaldirektor und der nächste für den zweiten Direktor und der nächste für den dritten Direktor, dann wird durch diese faktischen Entscheidungen letztlich trotzdem in der Organisation das Bewusstsein vermittelt, dass eben nicht alle gleich sind und dass nicht alle auf einer Ebene sind und dass es durchaus eine Hierarchie gibt, die, über die man zwar nicht spricht, aber die vorhanden ist und die sozusagen implizit betont wird. Und zu diesen wichtigen Haltungen gehört auch die Fähigkeit der Wertschätzung. Gerade in Organisationen ist es das Allerwichtigste, mit allen Mitarbeitenden, ungeachtet ihrer hierarchischen Position, wertschätzend umzugehen, die Meinungen anderer anzuhören und zu respektieren. Es geht nicht darum, andere von meiner Meinung zu überzeugen, sondern es geht darum, einen vertrauensvollen Umgang in der Kommunikation zu schaffen, so dass Mitarbeitende mir als Führungskraft ihre Sicht der Dinge ungeschönt schildern können. Also ich habe vor kurzem ein Familienunternehmen beraten und da wurde eine Umfrage gemacht oder eine Befra ein wurden Interviews gemacht mit dem Senior-Firmenchef. Es ging um einen Generationenwechsel. Und der Senior-Chef sagt, es gibt eine sehr kommunikative Firmenkultur und es wird sehr viel gesprochen und es gibt einen offenen Austausch. Und dann gab es ein Interview mit einem Personalvertreter und der sagt, naja, wenn der Seniorchef kommt, dann trauen sich die Mitarbeitenden nicht mehr das sagen, was sie vorher gerade noch gesagt haben. Und ich stehe als Personalvertreter dann oft blöd da, wenn ich eine bestimmte Meinung als Meinung der Belegschaft dem Firmenchef übermittle und wenn er dann durch die Gänge geht und mit den Mitarbeitenden spricht, dann traut sich niemand zu dieser Meinung zu stehen. Und da sieht man, dass auch Führungskräfte, die eigentlich eine egalitäre Führungskultur vermitteln möchten oder der Meinung sind, dass sie das auch tun, dass es da offensichtlich rasch dazu kommen kann, dass da unterschiedliche Sichtweisen Platz greifen. So wie generell wir als Führungskräfte immer im Hinterkopf behalten sollten, dass die Selbsteinschätzung von Führungskräften generell immer deutlich besser ist als die Einschätzung, die Mitarbeitende von diesen Führungskräften haben. Also wenn wir glauben, wir machen etwas gut als Führungskräfte, dann können wir da durchaus einige Abstriche davon machen, wenn wir wissen wollen, wie unsere Mitarbeitenden uns einschätzen. Und insofern ist die Frage, welchen Ruf, welches Image wir als Führungskräfte haben
ob wir tatsächlich wertschätzend sind, ob wir tatsächlich vertrauenswürdig sind, ob man uns tatsächlich kritische Dinge auch sagen darf, ohne irgendwie Sanktionen befürchten zu müssen, ob wir uns, also ob sich Mitarbeitende auf unser Wort verlassen können. Alle diese Dinge werden von unseren verbalen und nonverbalen Handlungen oder Interventionen oder Kommunikationen mitgeprägt. Und daraus entsteht ein Bild von uns als Führungskräfte. Das wird auch weitergegeben an neue Mitarbeitende. Also wenn jemand neu in die Organisation kommt, dann kann er uns ja als Führungskraft noch nicht so einschätzen, wird aber sehr schnell von denen, die schon länger dabei sind, eine Meinung vermittelt bekommen. Und wir wissen ja, wenn ich etwas glaube, dann finde ich auch Belege, die das bestätigen. Das heißt, wenn Mitarbeitende erfahren, dass ich als Führungskraft unzuverlässig bin, dann werden sie schnell einzelne Kommunikationselemente finden, in denen diese Meinung oder dieses Urteil oder vielleicht Vorurteil bestätigt wird. Wenn Sie aber erfahren, dass ich als Führungskraft vertrauenswürdig bin, dann wird es eher so sein, dass Sie die Dinge, die Sie dann selber erleben in der Kommunikation mit mir, dann auch eher in diese Richtung abbuchen, beziehungsweise wenn ein anderer Eindruck entsteht, dann wird der relativiert und die Menschen denken sich, okay, das war vielleicht eine Ausnahme, aber im Normalfall kann ich darauf vertrauen, dass meine Führungskraft so ist, wie die Kolleginnen und Kollegen mir das vermittelt haben.